Von Hallstatt geht es entlang des gezähmten Waldbaches flussaufwärts. Nach den letzten Häusern folgen wir den grünen Themenwegschildern auf einem Pfad durch den Wald. In heißen Sommern können wir einen Teil des Weges im ausgetrockneten Flussbett zurücklegen. Hier treffen wir auf den Ausgangspunkt für die zweite Parkmöglichkeit. Rechts vom Pavillon geht es weiter. Immer tiefer schlängelt sich der Weg in das malerische Tal. Der Runenstein ist ein Überbleibsel aus der letzten Eiszeit. Nun geht es über eine kleine Brücke und vorbei bei einem Bauernhof und grünen Wiesen. Wieder im Wald kommen wir bald zum Eulenloch. Das ist eine kleine Felsnische, die wir kurz erforschen. Der nächste Höhepunkt ist die Waldbachstrube. Die Wasserfälle waren ein beliebtes Motiv bei berühmten Malern wie zum Beispiel Adalbert Stifter und Waldmüller. Wir überqueren den tosenden Bach und wandern nun bergauf zum Gletschergarten mit den Gletschertöpfen. Das sind ausgewaschene Felsbecken. Das Schwimmen in den Gletschertöpfen ist nicht ungefährlich. Es geht nur bei niedrigem Wasserstand und wenn man kaltes Wasser gewöhnt ist. Weniger riskant und gesund ist das Kneippbecken und der Barfußweg unterhalb des Gletschergartens. Der Weg dorthin führt über eine Stahlbrücke. Über eine Forststraße geht es wieder retour zu den Ausgangspunkten. Im Buch findet ihr dazu weitere hilfreiche Details. Außerdem habt ihr damit den perfekten Überblick über die schönsten Familienwege.